Ja, dann machen wir ein bisschen Parcours über die Dächer der Stadt. Und das ist irgendwie eine neue Stadt. Kommt mir noch nicht so bekannt vor. Boris, wo sind wir denn da? Markus, wir sind in Goat City Bay. Das ist eine neue spielbare Map in dem 1.1-Update von Goat Simulator. Die Map hat ungefähr dieselbe Größe wie die ursprüngliche Map. Ja, es sind einige Neuerungen dazugekommen. Unter anderem jetzt auch der Splitscreen, den wir jetzt hier gerade sehen, den haben wir jetzt eigentlich so das ganze Video durchgezogen, denn wir fanden ihn recht cool und zu zweit zu zocken macht ja eh mehr Spaß. Vor allem, wenn es an einem Gerät lokal ist, also nicht an zwei verschiedenen PCs, sondern an einem. Genau, und da kommen wir schon zu einem neuen Modus, Capture the Flag. Ja, Capture the Flag, es ist typisch. Dir wird angezeigt, wo ist die gegnerische Flagge, wo ist deine eigene Flagge momentan. Dann versuchst du sie ja natürlich anzunehmen. Ich bin jetzt hier auf dem rechten Bildschirm, die blaue Ziege, habe die Flagge eingenommen und dann versuchst du natürlich mich zu jagen. Genau, ich habe versucht, dir die Flagge wieder abzunehmen, damit du bloß keinen Punkt machst. Ziel ist es, drei Flaggen zu erobern. Damit hat man das Match gewonnen. Ja, ist keinem von uns gelungen, aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß dabei. Ja, war recht spaßig. So, der nächste neue Modus ist der Racing Mode und der macht eigentlich auch richtig Spaß. Natürlich halt um die Wette rennen mit diesen, ja, Menschen auf dem Rücken. Und dabei habe ich mich ein bisschen dämlich angestellt. Du hast dich da geschickter angestellt. Ja, genau. Also es ist schon sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Man muss teilweise die Wände hochrennen. Und die Waypoints sind eben ja sehr kompliziert gesetzt. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick. Eine weitere Neuerung des Patches ist das Fahrrad. Wer wollte nicht schon immer mal Ziegen auf Fahrrädern sehen? Also ich schon immer. Also das war ein Kindheitstraum von mir. Ja, der Patch gibt euch eben die Gelegenheit dazu, was wiederum auch sehr tricky ist. Also man muss sehr viel balancieren. Ja, da ist es dann im Gegensatz mit dem Skateboard, das jetzt auch neu dazu gekommen ist, dass du fahren kannst, wesentlich einfacher, wobei ich mich hier auch recht dämlich angestellt habe und in der Luft rumgeflogen bin und ja. Tony Hawk's könnte es nicht besser, vor allen Dingen dein legendärer 100-Meter-Sprung gleich ist sehr beneidenswert. Ja, vor allem ohne Anlauf, ohne gar nichts, das war super, also spitze. Da kommen wir dann auch schon auf die spaßigste Insel in der ganzen Map, denn da ist ein Jahrmarkt unterwegs. Da gibt es Hüpfburgen, Riesenräder, werden wir dann gleich alles noch sehen. Und du bist hier mit dem Skateboard irgendwo unter der Welt unterwegs? Ja, jetzt fahre ich einfach ein bisschen durch die Straßen, schaue mir das an, Und ich habe mir während dann du. mal den Jahrmarkt weiter angeschaut und bin dann auf das Riesenrad, naja, kleines Riesenrad, aber. Eine sehr ungewöhnliche Nutzung des Riesenrades. Ja. Und dann hast du gleich was entdeckt, was ich übersehen habe auf dem Jahrmarkt. Genau, Achterbahnfahren auf Ziegenart. Es fing zunächst harmlos an. Ja, dann habe ich mich mit der Zunge von der Ziege an die Waggons gehängt und naja, ob das Spaß macht. Das sieht auf jeden Fall spaßig aus. Das alle Male. Ein weiterer Modus und wahrscheinlich auch der coolste Modus in Goat Simulator Patch 1.1 ist das Goat Hockey, was richtig viel Spaß macht. Am Anfang ein bisschen komisch zu steuern, aber du Genau. kommst dann nach einer Zeit rein. Ja, genau, also die Steuerung ist ein bisschen indirekt, weil das soll Eis simuliert werden und deswegen geschehen die Eingaben etwas zeitverzögert, aber wir hatten sehr viel Spaß, Ja. trotzdem, dass du gewonnen hast. Und es gibt noch jede Menge weitere Neuerungen. Ihr solltet einfach mal reinschauen in den neuen Patch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht richtig Spaß und Laune. Auf jeden Fall. Is that a goat?